American McGee's Alice aus dem Jahr 2000 basierte noch auf der iTek 3 Engine, bekannt aus Quake 3 Arena. Für seine Zeit war Alice damals außergewöhnlich hübsch und detailliert texturiert. Ob Alice Madness Returns grafisch an den Vorgänger anknüpfen kann, klären wir für Sie im Vergleichsvideo der PC, PlayStation 3 und Xbox 360 Fassung. Anders als im Vorgänger hinterlassen die Texturen im aktuellen Teil der Serie einen gemischten Eindruck. Die Charaktere beispielsweise sind sehr liebevoll texturiert, etwa Alice selbst oder auch die Grinsekatze. Auf der anderen Seite bekommen sie teils auch matschigen Pixelbrei vorgesetzt, der noch aus dem Vorgänger stammen könnte. Gut zu sehen anhand der hier gezeigten Rutschsequenz. Gegenüber der Konsolenversion liegt der PC dank der besseren Texturauflösung eine Nasenlänge vorn. Sowohl auf der Xbox als auch auf der PS3 stören zudem gelegentlich die langen Nachladezeiten der Texturen. Interessanterweise ist die PlayStation 3-Variante stellenweise anders texturiert als die Xbox- oder die PC-Fassung. Mit einer GeForce-Karte bekommen Sie auf dem PC zudem mit Hilfe von Nvidias Physics Engine erstellte Physikspielereien zu sehen. Diese halten sich allerdings in Grenzen und so leidet das Spielerlebnis mit einer Radeon-Grafikkarte oder mit einer Konsole nicht. Bei der zusammenbrechenden Felswand fallen die Physics-Effekte am meisten auf. Ohne Physics fallen nur einige Gesteinsbrocken herab, mit einer GeForce dagegen der halbe Berg. Bei unserem Kampf mit den Geschirren befindet sich dank der Physics Engine zudem ein Scherbenhaufen auf dem Boden. Und wenn Alice beim Springen herumwirbelt, ist sie mit Physics von ein paar Schmetterlingen mehr umgeben als ohne. Unterm Strich fallen die Physics-Effekte in Alice also wenig spektakulär aus. Besser gefallen hat uns die Tatsache, dass sie egal auf welcher Plattform kaum hässliche Pixeltreppen zu sehen bekommen. Zwar treten diese stellenweise auf, allerdings nicht in störendem Maße. Am schärfsten ist das Bild auf dem PC, dahinter folgt die PlayStation 3. Die Xbox 360 bildet in diesem Fall das Schlusslicht, hat aber immer noch passable Bildqualität zu bieten. Auch die Animationen gefallen uns. Egal ob beim Durchstreifen der Welt, beim Springen oder im Kampf. Alice bewegt sich stets grazil durchs Wunderland und auch die Gegner sind mit viel Liebe modelliert und animiert, weshalb es durchaus Spaß macht, sich durch die Welt von Alice zu kämpfen. Unterm Strich ist Alice Madness Returns ein unterhaltsames Actionspiel mit solider Technik. Schicke Animationen und liebevoll gestaltete Charaktere erfreuen das Auge. Auf PCs mit GeForce-Grafikkarte auf Wunsch auch mit eher nutzlosen Physics-Effekten garniert. Getrübt wird dieser gute Eindruck teils von Texturen, die noch aus dem Jahr 2003 stammen könnten. Das geht heutzutage zwar besser, Fans des ersten Teils werden trotz der grafischen Mängel aber sicher ihren Spaß am makabren Humor von Alice haben.